Muss der. Hallo, ich mach grad Let's Play, du Arschloch! 1, 2, 3! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Alan Wake. Dabei ist noch der Akro. Guten Tag! Okay. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder das gemacht, ne? Egal. Okay, wir setzen jetzt das Spiel fort. Wir haben ja das erste Kapitel schon hinter uns und jetzt ist gleich eine Story, also bitte leise sein. Gut. So. Gleich. Ich bin das leise. Autos, deren Innenbeleuchtung leuchtet, sind fahrbereit. Habe ich auch nicht gewusst. Sie können ihre Waffe schneller nachladen, indem sie kurz eher an dem Licht der Tankstelle tröstlich. Ah, okay, Leute. Zumindest für einen Moment jetzt bin ich immer noch hier. In der Werkstatt anscheinend hat sich das nicht gespeichert, aber ich bin Gott sei Dank hier. Das heißt, ich muss nur schnell das Telefon finden und dann. Ich schreibe weiter. Draußen ist es dunkel. Kommt wieder der Polizisten hier. Außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Wie die geile Nutte. Gut. So, jetzt rufe ich an. Ich werde sie finden. Polizeiwache Bright Falls. Gut, so, und jetzt sorry. Die haben ja alle schon gesehen, ne? Können wir eigentlich überspringen, wenn das geht. Guten Tag. Oh, zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Bin ich hier beim Pizzamann? Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Okay, meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet, im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Genau, Leute, und jetzt ist eben hier im See nicht dieses Haus und ich wollte es einfach nur, ja, ist halt nicht gespeichert, jetzt müssen wir das nochmal angucken, egal. Und jetzt geht's dann gleich weiter. Haus im See. Creepy. Und jetzt kommt eben das Kapitel 2. Also wir schauen, dass 1 plus 1 gleich 2, ja. Gut, jetzt haben wir so eine komische Musik hier. Mag keine komische Musik. Ende von Folge 1, End of Episode 1. Hatten wir das nicht schon? Ja klar, das hatten wir schon. Ich musste ja das eben noch schnell nochmal machen. So, Eingabe zu überspringen und jetzt kommt die neue Story. Also. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermisst. Alice? Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Folge 2. Besessen. New York, 3 Jahre zuvor. Schatz, ich bin zu Hause. Okay, wir sind jetzt also 3 Jahre das in die Vergangenheit. Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen, der wärmt dich auf. Hey, Liebling, das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Okay, gut, dann holen wir jetzt. Also müssen wir die Kaffeemaschine einschalten. Einschalten. Zack. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Zu Alice gehen, das machen wir natürlich auch. Ich habe gerade wir gehen zu Alice. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Eine Frage hätte ich dann. Ich hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an.
kann ich wahre Wunder vollbringen, mein Schatz. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Okay. Cover-Entür für Untersuchung. Und was wolltest du sagen? Ja, hörst du es eigentlich, wenn ich mich mute? Nee, warum? Okay, gut. Weil in den Stories und so, und wenn ich kurz weg bin, mute ich mich immer. Jo, okay. Aus Sicherheitsgründen. Ja, also die Cover-Entwürfe müssen wir untersuchen, aber ich frage mich gerade, wo die sind überhaupt. Ah, hier im Büro, ne? Okay, gut. Die Cover-Entwürfe, ja. Untersuchen. Die sehen super aus. Oh, klar. Bis Barry sie in die Untersuchungen waren negativ. Übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Letztes Mal war das letzte Mal. Oh, apropos Barry, er hat angerufen. Was ist los? Wir haben keinen Busenskorpion. Warte mal, den Sicherungskasten. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Ich bin okay, mach nur das Licht wieder an. Jetzt, bitte. Die Alice hatte Angst in der Nacht und jetzt muss man schnell den Sicherheitskasten rausschmeißen. Okay. Okay, zu Alice gehen, aber ich hab jetzt eine Taschenlampe. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Erlen. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Wie romantisch. White Falls heute. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen sich andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. So, das war's dann. Sarah, Sheriff Breaker, wartet auf Sie. Sie macht ihre Arbeit sehr gut. Ich bin sicher, dass sie ihre Frau schnell finden wird. Alles klar. Dr. Nelson war der typische Kleinstadtarzt. Sheriff Breaker hatte ihn wegen meiner Kopfwunde aufs Revier kommen lassen. Danke, dass Sie die Lampen geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein, Deputy Grant. Die Birnen müssen bald gewechselt werden. Und das kann man nicht im Dunkeln machen. Mit Sarah sprechen, fragt sich, wer die Sarah hier ist. Hier können wir was lesen. Vermisst. Nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt. Kontakt abgebrochen. Wenn Sie diese Männer gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Hier ist wieder ein Sicherheitskasten. Kommen Sie rein, hier ist sie drin, okay. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Lass ihn den nehmen. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir.
Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen los sind, treffen Sie mich im Elderwood Nationalpark. Am Lover's Mr. Wade, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Natürlich, Mr. Wade. Okay. Sie können durch den Zellengang gehen. Ey, können Sie das? Das ist, glaube ich, der Hinterhof, ne? Meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am die Schrottkarre untersuchen. Die Schrottkarre. Wo ist denn hier eine Schrottkarre? Was kann ich hier fokussieren? Auch hier ist eine Schrottkarre, okay. Ja, wir kommen. Werf gerade auf den PC meines Bruders zu. Nächste. Okay, E treten. Gut, und jetzt haben wir hier die Schrottkarre. Also wir sind gerade angerufen worden und irgendwie erpresst worden, dass wir Alice, also dass wir nicht mit der Polizei reden sollen, wenn wir Alice wieder sehen wollen. Nicht gut. Okay, ja, nicht gut. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Die Polizeiwache verlassen. Das werden wir mal machen. Ja, toll, Alter. Lol. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn okay. Die Anderson-Brüder... So, hier können wir rausgehen. Und jetzt werden wir abgeholt. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Oh je, ganz ruhig. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Ach, yo, Philipp, yo, ich bin gerade Ellen Wechsel leise. Wie geht's euch? Also dann verpiss ich Philipp. Euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Muss der... Hallo, ich mach gerade Let's Play, du Arschloch! Ich will ihn nicht anzeigen. Ja, ich glaub, das Kind... Halt deine Fresse! Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Okay. Also, hallo nochmal, Philipp. Wir waren gerade in der Story, tut mir leid, aber nichts reden. Ich erzählte bitte. Barry alles. Er dachte, dass er das Skript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet. Irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Und sie war sehr hilfsbereit, als ich nach dir gesucht habe. Ernsthaft, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles weißt ist du eigentlich, wie es sich
anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei 3 für die Klapsmühle. Warte hier. Mit was die sprechen? Ja, wer ist denn der Wasti eigentlich? Ja, da draußen vielleicht. Okay. Was ist hier? Thermosflasche nehmen. Ach, hier haben wir wieder eine Thermosflasche. Interessant. Und hier können wir nicht raus. Was ist denn in der Thermosflasche? Kakao oder Kaffee? Nee, das ist einfach nur so sammeln. Keine Ahnung, was sich das bringt. Das okay, so. Ganz mit Rusty sprechen. Kann ich ganz jetzt hier auf dem Schrottplatz abgeben. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Hand. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Okay, der arme Hund ist verletzt. Und jetzt müssen wir die Formulare einfach mit einem Entführer treffen. Sowas endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Okay. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Aber mal ganz ehrlich, ich kann hier zu den Let's Play eigentlich kaum was reden, weil einfach so viel Story ist. Und es ist eigentlich fast unmöglich, dass es hier irgendwer im TS ist. Weil einfach immer irgendwer dazwischen kommt, zum Beispiel. Ja, wenn du mich verarschen willst, okay, dann hat's geklappt. Haha, lass uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, Al. Du kannst jetzt aufhören. Alter. Das ist ja noch schlimmer, als geht ja. Also mit dem Sprechrollen. So, hier ist das Formular unterschreiben. Okay, was? Das Formular finden heißt. Ja, Gott, egal. Formular genommen und jetzt Rusty das Formular geben. Das machen wir natürlich. Alter, was ist denn das für ein Bär? Wer stellt bitte so eine fette Statue in seinem Haus? Mal ganz im Ernst. Okay. Das Formular aushändigen. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Das okay. Ist ein Spaziergang. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast. Also, die reden echt zu viel, Leute. Ich lerne, egal. So. Gut, ich hoffe, das wird jetzt gespeichert. Und jetzt ist hier eine Story auch verkackt. Ja, okay, das gucken wir noch an. Das ist doch verrückt, Al? Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Was? Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Okay, Leute, wir haben jetzt die Story gesehen und einen Kontrollpunkt erreicht. Das bedeutet, ich beende hier die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn Philipp da reingekommen ist. Okay. Also, habt ihr noch was zu sagen? Jo, ich sag mal, nicht vergessen, nicht abonnieren und tja. Ich will noch was sagen. Ich wollte mich entschuldigen, dass ich so einfach reingeplatzt bin. Das hätte ich nicht tun dürfen und deswegen sage ich... Ja, es war ein Fehler von uns auch, dass wir nicht geschrieben haben, wir nehmen auf und sehen nicht im Brief. Nein, das war ja, ganz das und gar mein Fehler. Das Problem beim TS hier, man kann keine Channel mehr erstellen. Das heißt, wir hätten einen Channel erstellen können, Aufnahme. Ja, okay. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und abonniert nicht. Nicht Spaß. Okay, es gibt keine negative Bewertung, nur weil ich da war. Also. Gut. Also, das war's. Bis zum nächsten Let's Play. Dann werde ich, oh yeah. Bye bye.